Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen der Skylands am Schatzkanal, eine kleine Runde Let's Play Alien Isolation. Ich komme die ganze Zeit wieder gegen dieses scheiß Mikro her. Hoppala. Entschuldigung für die kleine Störung. Alle mit einem dicken Headset haben jetzt wahrscheinlich Ohrendröhnen. Aber das ist ja nicht der springende Punkt bei diesem springenden Punkt, sondern das Spiel. Und wir spielen das Spiel, indem wir jetzt erstmal A drücken. Und diese Festplatte auswählen. Und, ich habe einen Computer hier bei mir stehen. Aber ich nehme noch mit dem Alten auf. Und der Alte wird nicht weggeschmissen, weil ich den Alten nämlich noch behalten werde. Und warum, fragt ihr euch? Eine ganz clevere Frage, die euch da fragt, weil Fragen stellen ist immer ganz wichtig, Leute. Ich stelle die Frage, nein, ich stelle keine Frage. Ich habe beide meinen alten Computer für Privatangelegenheiten. Die Musik passt super gerade dazu. Und, für Privatangelegenheiten. Und der neue Computer wird rein zum Arbeiten für YouTube und sowas benutzt. Was soll das denn jetzt? Soll das so sein? Ich weiß nicht. Spiel starten. Komm, Alien Isolation. Spiel fortsetzen, bitte. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Und ich glaube, ich mag mich erinnern zu können, dass wir rein gar nichts erreicht haben. Wir haben wirklich null erreicht. Mann, ich will nicht die ganze Zeit dagegen. Nein! Scheiße. Hält nicht mehr richtig. So. Nicht wackeln. Scheiß Mikrofon. Ja, der Ladebildschirm, der ist echt eines der wunderschönen längsten, die ich hier gesehen habe. Ich wollte nur sagen, ist jetzt schon fertig. Sparen Sie Munition. Man kann nie wissen, wann man sie braucht. Ich habe noch nie Munition an sich gebraucht. Doch, ich kann mich erinnern. Wir haben das Alien aufräumen lassen. Apropos Munition. Mann, hör auf damit! Apropos Munition. Deswegen werden wir gucken, ob ich diese Minuten, dieses hier, weil mein Computer wirklich komplett für den Arsch war. Ich konnte nicht mal mehr auf 7 Minuten halt alles schneiden, sondern auf die 15 Minuten generell ungeschnitten. Da werde ich mal gucken, wie es mit dem hier weiterführen werde. Ich habe nämlich, Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Oh, ist lecker. Hallo! Ich wollte einfach nur mal kurz hier gucken. Okay. Mal in Ruhe hier lang gehen. Sie werden nicht explodieren, Sir? Nein, ich bin nur ein normaler blöder roter Knopf. Nee, ich bin nicht mal ein roter Knopf. Ich bin zwar roter Feine, Haar verarscht! Boah, fick dich. Und ich bin dein Zwillingsbruder. Alter! Alter! Hallo! Alter, das ist gruselig. Ich bin dein Vater. Ah, komm schon, ich bitte dich. Hallo, ich bin hier, um ein bisschen Informationen einzuholen. Mr. Revolver? Hallo, na, wie geht's dir? Ganz gut, Mr. Revolver. Was war das? Ganz ruhig, Mr. Revolver. Ich will ja nicht, dass du wieder einen Schluck aufkriegst wie letztes Mal.
und dann alles in die Luft jagst. Ich hab ganz mieses Gefühl bei so einem roten Lichttypen. Mann, der dicke Nachbar schon wieder da oben. War das nicht so einer, der so ausgebrochen ist bei mir letztens? Mich aus der Tür rausgezogen hat oder aus der Kiste rausgezogen hat? Strom wiederherstellen. Warum sollte ich den Strom wiederherstellen wollen, um diesen Arsch rauszulassen? Am Arsch ist Duster. Apropos, am Arsch ist Duster. Ich bin hundeelend müde. Verschaffen Sie sich Zugang zum Warenlager. Finden Sie einen Weg, Bedarfsdruiden einzuschalten. Okay, da oben haben wir einen Punkt der Speicher. Da haben wir eine schöne Tür. Bleib da! Und du bleib. Der hat jetzt die Tür aufgemacht, oder? Hallo? Ich komm rein. Da ist eine Leiter. Ich geh erstmal hier lang. Und werde mir das hier nicht aneignen? Da ich voll bin, was ich natürlich wusste. Ganz klare Sache. Das wusste ich ganz genau. Oh, wir können... Ich meine... Endlich. Ellen, nicht stören. Fehler, ungültiges Argument. Argument? Echt?